Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist ein neues Update für Lumina AI erschienen. Es ist ein kleineres Update und zwar Update Nummer 5 auf die Version 1.5. Dieses Update beinhaltet eine neue Funktion im Werkzeug Himmel AI und zwar die intelligente Funktion für dieses Foto, die mithilfe von inhaltsbasierter Technologie dir die besten Himmel für dein ausgewähltes Foto vorschlägt. Also ähnlich wie wir das schon aus dem Vorlagenbereich kennen, wird das Foto analysiert und dann werden dir zwei Himmel aus deinem eigenen Himmelrepertoire vorgeschlagen. Aber auch immer ein Himmel aus dem Skyline Marktplatz. Das verkürzt die Suche nach einem geeigneten Himmel natürlich deutlich, gerade wenn man so viele Himmel zur Auswahl hat wie ich. Mit diesem Vorschlag eines Himmels aus dem Marktplatz sollen natürlich auch die Verkäufe angekurbelt werden, aber auch da entfällt dann die lästige und langwierige Suche durch die zig Himmelspakete, denn dir wird schon ein geeignetes Himmelspaket vorgeschlagen. Wie das Ganze jetzt aussieht, zeige ich euch eben mal am Rechner. So, und ich habe mir hier einfach dreimal das gleiche Bild rausgesucht, an unterschiedlichen Tagen und, wie ihr seht, in unterschiedlichen Lichtsituationen fotografiert. Und wir gucken jetzt einfach mal, was er mir hier für Himmel vorschlägt. Ich wechsle in den Bearbeiten-Teil. So, und dann ist das ganz, ganz schnell analysiert und ihr seht hier die Vorschläge, die ich bekomme. Das wäre zum einen dieser Himmel aus meinem Repertoire, dann dieser Himmel aus meinem Repertoire. Finde ich beide nicht übertrieben. Ja, und hier, wie gesagt, dann ein Himmel immer aus dem Skylem Marktplatz. Das zeige ich euch gleich auch noch, wo man dann landet. Ich wechsle mal auf eine andere Lichtsituation und zwar genau diese. Und jetzt analysiert er das Bild gerade eben und da bekomme ich auch wieder zwei Himmel vorgeschlagen. Und zwar einmal den, der passt, wie ich finde, sehr gut dahin. Und auch dieser Himmel passt sehr gut und ist auch nicht übertrieben. Hier müsste ich jetzt natürlich die Einstellungen noch entsprechend einstellen. Jetzt gehe ich mal auf den Marktplatz und schaue, was er mir vorschlägt. Ich ziehe euch das Bild hier eben mal rüber und dann sieht man, schlägt er mir hier vor Crystal Blue Florida Skies und hier sehe ich dann auch gleich alle Himmel, die ich da käuflich erwerben kann. Also auch da entfällt jetzt immer die Sucherei. Ja, ich gehe nochmal auf ein anderes Bild mit einer anderen Lichtsituation. Auch hier möchte ich schauen, was er daraus macht. Ja, und hier hat er das als Sonnenuntergangsbild direkt analysiert. Und ja, auch das gefällt mir durchaus sehr gut. Auch die Situation passt durchaus zum Motiv. Wie gesagt, man muss das natürlich immer dann entsprechend noch einregeln. Das Werkzeug ist ansonsten auch komplett gleich geblieben. Also ich habe hier auch weiterhin meine Thumbnail-Vorschau, wie ich das kenne und diesen großen Button hier. Dieser obere Bereich ist lediglich dazugekommen. Ja, neben dieser Änderung im Werkzeug Himmel AI gibt es noch ein paar weitere Verbesserungen. Es werden zum Beispiel wieder neue Kameras unterstützt, wie zum Beispiel die Olympus EP7, die Panasonic GH5 Mark II und die Pentax K3 Mark III. Außerdem werden jetzt die Rohbilder der Canon EOS R5 in Lumina AI geöffnet und die Informationen zu den Lichtern und Schatten bleiben erhalten. Weiterhin wurden noch ein paar Bugfixes sowohl unter macOS als auch Windows gefunden und mit diesem Update entfernt. Ja, das waren die Neuerungen, die mit dem Update 5 für Lumina AI gekommen sind. Am Freitag gibt es wie immer ein neues Video von uns. Diesmal bearbeiten wir wieder Bilder, die ihr uns eingeschickt habt. Und zwar gleich drei Motive. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Freitag wieder dabei seid. Bis dahin, euer René.